Heute in Berge im Porträt die Geschichte eines Berges, der heute wie ein Warm-up verkauft wird. So sehr für das Tourismusproblem steht, wie es sonst nur der Mount Everest tut, aber gleichzeitig auch Schauplatz für schwierige, einsame und gefährliche Varianten sein kann. Heute geht es um den Chooyu. Das hier ist die letzte Folge zu den 14 8000ern in Berge im Porträt. Keine Sorge, die Serie selbst geht auch ohne die 14 8000er weiter. Falls ihr noch nicht alle Videos zu den 14 8000ern gesehen haben solltet, dann findet ihr hier oben rechts die Playlist zum Nachschauen von allen Berge im Porträt Folgen. Die Geschichte des Chooyu ist eine faszinierende und fesselnde Erzählung von menschlichem Ehrgeiz, Mut und in weiterer Folge massiver Überheblichkeit. Doch schauen wir uns erstmal die Geografie an. Der Chooyu liegt im Himalaya-Gebirge an der Grenze zwischen Tibet und Nepal. Mit einer Höhe von 8.188 Metern ist er der sechsthöchste Berg der Welt. Seine majestätische Präsenz und die technischen Herausforderungen haben Bergsteiger aus der ganzen Welt angezogen. Doch ernstzunehmende Versuche gab es erst, als auch der Everest im Blick war. Denn der Chooyu liegt in der Mahalangur-Himal-Gruppe und da ist er lediglich 20 Kilometer von dem Lhotse und dem Mount Everest entfernt. Die Entdeckung des Chooyu ging also mit dem Everest Hand in Hand. Also Hand in Hand. Sein Name ist zweigeteilt. Zum einen Cho, was von Chomo kommt und übersetzt Göttin bedeutet, und zum anderen Oyu, was von Yo, also Türkis, kommen soll. Zusammen ergibt das also die türkise Göttin. Es gibt aber auch andere Herangehensweisen für die Benennung. So gibt es auch Vermutungen, der Berg heißt eigentlich Kala Gott oder gewaltiger Kopf, wie es der Lama in Namche dem Erstbesteiger erzählt haben soll. So unklar, wie seine Übersetzung lange war und ist, so unklar war auch seine Höhe. Über die Jahrzehnte gab es immer wieder neue Vermessungen des Chooyus, was dazu führte, dass die Erstbesteiger mal den achthöchsten Berg der Erde bestiegen haben und mal den sechsthöchsten Berg der Erde. Seit den 90er Jahren ist von einer Höhe von 8.188 Metern die Rede, das ist also die aktuelle Version. Die Geschichte der Erstbesteigung des Chooyu reicht zurück in das goldene Zeitalter des Himalaya-Bergsteigens. Im Jahr 1952 unternahm eine österreichische Expedition unter der Leitung von Herbert Tichy zusammen mit Sepp Jöchler und Passang Dawa Lama den ersten ernsthaften Versuch, den Gipfel zu erreichen. Sie starteten von der nepalesischen Seite über den Gletscher nach Norden, in der Hoffnung, nicht von den Chinesen beim Grenzübertritt erwischt zu werden. Doch bei der Einrichtung der Route ergeben sich immer wieder Probleme, so dass ihnen letztlich nach einiger Zeit auch die Vorräte ausgingen. Der Sherpa Passang bricht deshalb auf, um neue Vorräte zu besorgen. Plötzlich erschien unerwartet auch eine Schweizer Expedition vor Ort. Diese schlugen den Österreichern nun eine gemeinsame Besteigung vor. Nach langem Streiten kam man zu dem Entschluss, den Österreichern einfach den Vortritt zu lassen. Trotz großer technischer Schwierigkeiten und einem ersten gescheiterten Versuch Anfang Oktober gelang es ihnen, den Nordwestgrat zu erklimmen und am 19. Oktober 1954 um 15 Uhr nach 9 Stunden den Gipfel zu erreichen. Dieser historische Moment markierte nicht nur die Erstbesteigung des Chooyu, sondern auch den ersten erfolgreichen Aufstieg an einem 8000er durch eine Expedition ohne Verwendung von zusätzlichem Sauerstoff. Damit haben sie einen Rekord eingestellt, der erst mit Habeler und Messner am Everest viele Jahre später wieder gebrochen werden sollte. Die kleine Expedition war aber in vielen Punkten sehr einzigartig. Sie waren wenige Leute, ein sehr erfahrener Sherpa, der ebenfalls den Gipfel erreichte, ohne Sauerstoff unterwegs und in einem ungewissen Wettlauf mit den Schweizern. Die Schweizer Expedition konnte den Gipfel in diesem Jahr jedoch nicht erreichen. Die Erstbesteigung des Chooyu war ein Meilenstein im Bergsteigen und eröffnete neue Möglichkeiten für zukünftige Expeditionen in den Himalaya. Seitdem haben viele zahlreiche Teams und individuelle Bergsteiger versucht, den Gipfel des Chooyu zu erreichen. Obwohl der Chooyu im Vergleich zu anderen 8000ern als technisch weniger anspruchsvoll gilt, birgt er dennoch erhebliche Herausforderungen. Die extremen Wetterbedingungen, die Höhe und die Gefahr von Lawinen machen den Aufstieg, auch auf dem einfachsten Weg, dem Nordwestgrat, zu einer körperlichen und mentalen Belastung.
Außerdem sind auch logistische Probleme nicht immer ganz einfach zu lösen. Da der Berg über den Normalweg nur über China zu erreichen ist, gilt es auch, das chinesische Behördenbingo einwandfrei zu beherrschen und oftmals damit leben zu müssen, dass man unbegründet eben keine Permit, also keine Genehmigung für den Aufstieg erhält. Die beliebteste Route und auch der Normalweg zum Gipfel des Zhouyu ist eben der Nordwestgrat. Der Nordwestgrat, der von Herbert Tichy und seinem Team bei der Erstbesteigung verwendet wurde, ist technisch weniger anspruchsvoll, aber aufgrund der Lawinengefahr trotzdem nicht ganz ohne. Der Nordhang hingegen bietet eine steilere und technisch schwierigere Route, die erfahrene Bergsteiger erfordert. Beide Routen erfordern eine sorgfältige Akklimatisierung und ein präzises Zeitmanagement, um den dünnen Sauerstoffgehalt in diesen großen Höhen überhaupt bewältigen zu können. Umso eindrücklicher ist es daher, dass es Tichy und Co. schon so früh gelang, ohne Sauerstoff unterwegs zu sein. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Zahl der Besteigungen des Zhouyus deutlich erhöht, da immer mehr Bergsteiger den Traum verfolgen, einen 8000er zu bezwingen. Unter Bergsteigern gilt der Zhouyu als einer der, wenn nicht sogar der, leichteste 8000er. Die letzte offizielle Besteigungsstatistik spricht von 2790 Gipfelerfolgen bis zum Jahr 2009. Da hat der 8000er-Tourismus aber erst so richtig begonnen. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Zahlen sich bis heute vielleicht sogar schon verdoppelt haben. Erfahrene Expeditionsteams bieten professionelle Unterstützung und Logistik für Bergsteiger an, die den Zhouyu erklimmen möchten. Dennoch bleibt der Aufstieg eine Herausforderung, bei der gute körperliche Verfassung und die richtige mentale Einstellung entscheidend sind. Das ist für einen 8000er aber verhältnismäßig wenig. So ist der Zhouyu vor allem einem Ruf verfallen, dem Aufwärmberg für den Mount Everest. Viele Agenturen bieten heute Zhouyu-Besteigungen quasi on the fly an, auf dem Weg zum Mount Everest. Hier soll dann alles Notwendige geübt werden, damit man dann am richtigen Berg die höhere Erfolgsquote hat. Damit verzerrt man nicht nur weiter das Bild vom Höhenbergsteigen, man entweiht auch einen ganzen Berg als Übungsgelände, der eigentlich für sich allein schon schön genug sein sollte. Somit sinkt natürlich dann auch die Wertschätzung. Dass große Abenteuer aber auch am Zhouyu möglich sind, das wurde in der Geschichte eigentlich immer wieder bewiesen. 1978 haben beispielsweise die beiden Österreicher Eduard Kobelmüller und Alois Furtner die Südostwand durchsteigen können. Diese galt bis zu diesem Zeitpunkt als absolut unmöglich. So unmöglich, dass den beiden Bergsteigern lange Zeit ihr Erfolg nicht mal geglaubt wurde. 1986 schaffte es eine polnische Expedition unter Ryszard Gajewski, den Westgrat erstmals bis zum Gipfel aufzusteigen. Diese Wege werden heute kaum noch oder gar nicht mehr wiederholt, weil eben die Klientel am Berg heute nicht mehr nach den neuesten, schwersten oder interessantesten Linien sucht, sondern nach dem einfachsten Weg. So ändern sich nun mal die Zeiten. Der Zhouyu mit zahlreichen beeindruckenden Geschichten rund um diverse Varianten auf den Gipfel zeichnet ein interessantes Bild über die Geschichte des Bergsteigens im Himalaya bis hin zum heutigen Tourismus. Damit haben wir die 14 8000er in Berge im Porträt abgeschlossen. Ich hoffe, dass euch diese 14 Berge gefallen haben und wenn ja, würde mich natürlich interessieren, welche ihr davon eigentlich am spannendsten gefunden habt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!